Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Ultimate General Civil War. Zurück 1862, besser gesagt 1863 haben wir es jetzt, denn wir feiern Neujahr. Und wir sind verschanzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Jeder Tag ist teuer. Aha. Könnten wir rein theoretisch, wenn wir noch Reserve haben, quasi unsere Leute aufwerten. So, Schlacht um Stone River. Ach, wir haben schon den 2. Januar. Es ist uns gelungen, dem brutalen Angriff der Rebellen zu widerstehen. Wir verfügen nun über eine starke defensive Position. Am 1. Januar 1863 ruhten beide Armeen sich aus und kümmerten sich um ihre Verletzten. Braggs Armee umzingelt uns in der Hoffnung, dass wir einen weiteren Angriff fürchten und den Rückzug antreten. Wir haben vor nichts Angst. Wir werden die Stellung halten und bis zum bitteren Ende kämpfen. Wir werden hier das Neujahr mit dem großen Sieg in Tennessee für die Union feiern. Es ist uns gestern gelungen, ohne Widerstand eine starke Stellung auf unserer linken Flanke zu beziehen. Wir müssen den Nashville Pike halten, bis weitere Verstärkung der Union eintrifft, um uns abzulösen. Die Rebellen sollen ruhig kommen. Jo, wenn ihr meint, ich sehe es nicht so, aber tja, frohes Neues und so, ne? So, ach, jetzt habe ich so ein Position vor. Ach, der hat auch da alles zugemacht. Ach, das war doch hier so schön, dass wir es dicht hatten. General, General, der National Pike muss um jeden Preis gehalten werden. Wenn wir heute den Sieg für uns beanspruchen. Bragg, keine Ahnung, was ich da gerade vorgelesen habe. Hat irgendwie nicht gepasst. Bragg weiß wahrscheinlich, dass wir innerhalb der nächsten Tage Warte mal ganz kurz. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Ich kann gerade irgendwie nicht lesen. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Bisschen Sabbelwasser getrunken. Bragg weiß wahrscheinlich, dass wir innerhalb der nächsten Tage starke Verstärkung erwarten. Er hat es sicher eilig, uns anzugreifen, bevor sie eintrifft. Oh Gott, oh Gott. Junge, wir haben im gesamten umliegenden Gebiet Gräben. Wir sind also gut geschützt. Die Gräben sind meistens scheiße. Der Wald wäre mir lieber. Wir haben unsere linke Flanke gestern entlang des Feldes am anderen Ufer ausgeweitet, um feindliche Bewegungen besser zu beobachten zu können. Halten Sie nach Rebellen Ausschau. Sie können versuchen, uns hier anzugreifen. Werden Sie wahrscheinlich auch tun. Wir erwarten, dass die Konföderierte uns von Südwesten aus angreifen werden. Oder von da. Oder von da. Viel Glück, General. Pause. So, das ist ja schon mal irgendwie kacke hier vorne. Habt ihr hier... Kannst mir sagen, was du willst, ob ich jetzt hier sehe, wer kommt oder im Keller fällt ein Sack Reis um. Also es interessiert mich ein Scheiß. Zieh meinen Kanonen zurück. Ich meine, die Leute können laufen und wir haben Kavallerie, die kann hier auch mal sichten. Aber was soll die sonst machen? So, das war vorher alles besser irgendwie. Muss ich ehrlich sagen, es ist irgendwie... Haben wir hier schön zugemacht. Könnte man jetzt auch machen. Die haben Gräben angeblich. Aber es ist auch kacke, dass sie immer nur so wenig Platz haben.
Da ist jetzt ein Übergang. Guck an. Da ist ein Übergang. So, die Kavallerie brauchen wir hier nicht. Heinrich in Deckung. Wohl Heinrich geht hier hin. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit diesen Positionen hier. Hier ist auch sicherheitshalber da hinten. Ich habe Angst, dass sie hier irgendwie noch dazwischen durchglitschen. So, und hier würde ich gerne die Linie... Ah, war ja eigentlich da schon. Dass die hier einmal rum müssen. Können die da durch? Oh ja, das können die auch noch. Aha. Guck an. Was machst du denn da? Komm mal wieder her. Dass sie hier auch direkt in der Deckung ein Stück zurück vielleicht. Wäre ganz sinnig. Der ist der Erste, der gleich läuft. Das kennen wir doch, das Spiel. So, Kavallerie hat was entdeckt. Nämlich Truppen. Und wie erwartet, werden sie hier angreifen. Wer hätte es nicht gedacht? Falls wir da noch Hilfe brauchen. Und auf jeden Fall ein paar Trüppchen. Sind sie hier getarnt? Ich will nur mal was wissen. Das wäre echt lustig, wenn wir sie dann von hinten angreifen könnten. Ich finde, wir haben genug Leute. Ich versuche sie da hier ein bisschen, dass sie sich nicht hier auf ihn einschießen. Oh. Wir haben hier explizit diese Stelle gesucht? Das ist ja krass. Vielleicht sollten wir doch hier in den Wald gehen. Ihr seid gleich auf den da. So, soll da mal kommen. Ah, die kommen eh schon von da. Hohoho. Los, Kavallerie! Ah, oh, das war's mit dir. Haha! Es hat funktioniert, was ich mir gedacht habe.
So, es ist aber hier. Komm von da. Es wird jetzt böse. Ja, kommt mal rüber. Ja, Kavallerie, Kavallerie, komm, komm, komm. Ah. Idioto. Idiota. Hier sind eigentlich zu wenig Leute, sehe ich gerade. Aber nochmal irgendwie ein Trüppchen. Arnold, komm mal her da. Brauchen wir Truppen. Ja, ich habe mir das Gefühl, dass sie mich gleich von da angreifen. Ich glaube, die Truppen sind gleich tot hier, die hier in der Ecke sind. Ich halte sie zwar auf, aber... Halt. Angst machen und wieder weg. Ich glaube, die haben Angst genug. Ich wollte nur gucken. Da steht er auch noch. Hm. Zieh ich die zurück? Das ist nur ein Zingel, das war doof, ey. Dass wir da hinten noch ein bisschen mehr Leute brauchen. Ich würde gerne die Leute da wegholen. Ja, das ist eine schöne Ecke. Laufen sie alle da rein und verrecken schön. Das, sowas liebe ich. Sowas finde ich dufte. Und die halten wir einfach auf. Die werden wir nicht besiegen, aber aufhalten. So. Genau, da rennen sie genau in den richtigen rein. Force. Damit sie näher herankommen. Oh, jetzt gibt es hier einen Generalangriff. Habe ich hier keinen Munitionswagen, verdammt. Hm, damit habe ich gerechnet, dass das passiert. Bemannt die Mauern und schießt sie nieder, die Schweine. Dufte. Auch den haben sie rausgeschossen. Oh, oh, oh. Alter, lauf, lauf.
krass. Haben sie zurückgeschlagen. So. Also versuchen es echt weiter da oben. Ich habe aber echt keinen Munitionswagen mehr. Kann das sein? Ich habe hier echt keinen, ne? Oh, die laufen da... Eigentlich müsste der Weg da schon komplett mit den Toten, mit den Leichen da schon komplett... Ja. Da dürfte doch kein Fluss mehr sein. Oh, jetzt mache ich was Verrücktes. Die Leute da rausholen. Ich habe sie in die Falle gedrängt. Sie haben auch genug getan. Jetzt müssen sie weg. Schön. Ich habe das ja extra gemacht, um die Ecke jetzt hier zu entlasten. Ich weiß, sie sterben oder ich ziehe sie bald zurück. Aber wenn sie sich hier so schräg aufstellen, auf den ausrichten, kriegen sie von den Leuten einen auf den Sack. Das ist die Idee dahinter. Natürlich erleiden sie die ganze Zeit so Kanonenbeschüsse und ja, das kann ich nicht lange machen. Irgendwo kriegen ja motivierte Leute. So. Rüber. Ich versuche die jetzt da irgendwie rüber zu kriegen. Ist voll doof eigentlich, was ich da mache, aber hey. Ich will meine Männer da haben. Hier rüber. Oh, Colonel Stephen Grimes wurde verwundet. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, da geht's gerade los. Ah, die laufen schon wieder. So, können wir jetzt hier mal... Scheiße. Die nicht da verrecken, verdammt. Das reicht mir. Los, los, los. Zurück. Gib Gas. Laufen, laufen. Ihr wollt alle nach Hause. Muss mal gucken, dass ich hier nicht hier unten die Leute vergesse. Ja. Da ist es nämlich wieder passiert. Hier, Wickham. Gib mal Gas, hol die Ecke. Hier ist gerade richtig scheiße. Hol mal die Ecke. So, alle ihr. Ich glaube, ihr müsst euch hier nochmal hinstellen. Schnell.
So. Na. Ich glaube, ich krieg sie nicht. Und Feuer. So, kommt, Männer. Kommt. Nein, Kavallerie, komm. Komm, lauf. So, jetzt muss man hier wieder gucken, das ist gerade wichtiger. So, ich muss die da ein bisschen ablenken da von der Ecke. Kavallerie nach hinten. So. Ich glaube auch, das sollte jetzt hier genug gewesen sein. Zurückziehen. Laufen. Edward. Major Anthony Tyler wurde verwundet. Und da haben sie schon wieder aufgebrochen. Und den von hinten geholt. Ich glaube, wir lassen die Ecke jetzt mal Ecke sein. Und bleiben so stehen, wie wir stehen. Ah, scheiße, ist ein Punkt. Das können wir nicht so machen, wie ich gerade sagte. Schäfer, Randa. Randa. Wickham hole ich hier auch schon mal ran. Los, schnell, bevor sie wieder angreifen. Sind wir da? Ah, der ist schon flankiert. Ist schon zu spät. Ah, jetzt läuft er. Dafür läuft der andere jetzt auch, der gerade angreift. So. Jetzt sollte das wieder da unten klappen. Und wir haben sie alle nach da unten zurückgezogen. Kein Problem. Edward kann sich hier hinstellen. Du hast Feierabend. Hier, besetzt die Farm. Oh, jetzt auch ein zerledert. Das ist ein bisschen doof. Down hat sich zurückgezogen. Schnell hinter und hinter. Hier packen wir einfach nochmal Leute rein. Nicht, dass sie auf den letzten Drücker dann noch angegriffen werden. So, wir verlängern die Linie und haben schon die Schlacht beendet. Ich habe eigentlich noch gehofft, dass wir einen Gegenangriff machen. 13.000, 14.000 Mann haben wir verloren. Wir haben 40.000 Mann verloren. Ja, Katze, ich bin da. Alles gut, penn weiter. 40.000 Mann. Wir haben 14, wie viel kriegen wir? Wahrscheinlich kriegen wir genau 14.000 wieder.
Na, Kacke. Genau dieselbe Anzahl, die wir verloren haben. Scheiße, ey. Mir ging's mal so gut mit Soldaten. Jetzt haben wir genau dieselbe Anzahl wieder. Das ist doch scheiße, ist das. So, Politik. Ich mache jetzt auf Medizin. Ich brauche mehr Truppen. Es müssen mehr Truppen mehr mal zurückkommen. Das kann doch nicht sein. Können wir aus Washington welche ziehen? 7000. Ja, mache ich. Stelle ich mal. Damit wir hier mal ein bisschen wieder mehr Leute reinkriegen. Ja, Schlacht war doch anders als erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier groß austeilen, aber ich habe das aber bekommen, was ich bekommen wollte. Verteidigungsschlacht, jetzt habe ich erstmal auch genug von Verteidigung. Aber man hat gesehen, wenn man natürlich angreift, dass man deutlich mehr Leute verliert, als wenn man verteidigt. So ist das. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Wäre sehr schön. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.